Ja, Mette, Leute. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute mit Teil 2 der RBS-Saga, ne, nicht Saga, das ist falsches Wort, des RBS-Formats. Und zwar, wo RBS mit Blaubärchen gesprochen hat. Das war ein Bärchen zu der damaligen Zeit. Das muss herauskommen 2015 ungefähr. Ich denke schon. Eine sehr schöne vierteilige Serie. Teil 1 haben wir schon angeschaut. Könnt ihr euch gerne anschauen vor ein paar Tagen oder so. Müsste es hochgeladen worden sein. Ja, Streamer da 19:45 plus minus paar Minuten, würde ich sagen. Ich versuche so früh wie möglich da zu sein. Draußen gewittert es, also wenn zwischendurch mal der Donner nei scheppert, ihr wisst Bescheid. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich habe jetzt nochmal, ne, wie gesagt, ich habe es auf den Kommentaren gelesen, dass die Sounds zu unterschiedlich laut sind. Das ist halt die alten Schinken, die sind sehr, sehr leise. Und in meinem Videoschnittprogramm, sage ich mal, da waren die Balken gleich lang. Ich habe mich jetzt leiser gemacht als das Video, in der Hoffnung, dass es jetzt gleich laut ist. Deswegen schraubt gerne ein bisschen lauter. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob es jetzt so gut ist. Oder ob ich mich noch leiser machen soll. Denn das Video lauter machen kann ich nicht. Jo, dann würde ich sagen, wir haben genug geschwafelt. Wir gehen rein. Nur so Recap zu Teil 1. So Teil 1, da haben die einfach nur über die generelle Beziehung zwischen Blaubärchen und Rainer gesprochen. Weiteres Mal Servus und herzlich willkommen beim Regenbogenschaf. Nachdem im letzten Teil die sexuellen Abgründe des Ohne-Gummi-Lords behandelt worden sind, soll es in diesem Video um die finanziellen Pläne des Lords gehen. Und wenn rein zufällig der offizielle Drache gerade streamen sollte, dann bemüht doch einen eurer vielen überflüssigen YouNow-Accounts und befragt ihn zu den neuesten Erkenntnissen. Ist auf alle Fälle 10-mal sinnvoller, als in Bars zu tippen, die er in Geld umwandelt und in ein paar Wochen zur Begleichung seiner Wettschulden an das Arschkinn weiterreicht. Jetzt aber genug gelabert. Stifte raus und Hefte auf. Viel Spaß mit Teil 2, Walkühe. Nur zur Erklärung, so damals, es gab bei Juno einen Level-Chat. Sprich, wenn du einstellen wolltest, ist ähnlich wie der Abo-Chat, nur halt du brauchst ein bestimmtes Level, das hast du bekommen, du hast gelevelt durch selbst live gehen, chatten, bla bla bla. Und ja, haben sich ganz viele Hater dann Accounts gemacht und die hochgelevelt, um halt ja am Stück schreiben zu können, bevor sie rausgemeldet werden, ne? So, ich spreche wieder mit der Claire. Und zwar habe ich mir gedacht, heute stelle ich einfach mal ein paar Fragen zum Hausverkauf, zu diesem ganzen Umzugswahnsinn, was der Lord in letzter Zeit von sich gegeben hat. Und ich bin mir sicher, dass du, Claire, da auch bestimmt irgendwelche Neuigkeiten und Infos dazu beitragen kannst. Natürlich. Ich Ja. werde mein Bestes geben, ja. Dann bring mal Licht in die Sache. Wie hat der Lord sich das so vorgestellt? Also, der Lord kam auf die Idee, indem ich ihm sagte, du, das kannst du doch nicht alles alleine schaffen, das große Haus. Kein Wunder, dass es bei dir so aussieht. Und dann hat er überlegt und schrieb mir dann eine Nachricht und sagte, ja, ich habe mir das jetzt alles durch den Kopf gehen lassen und ich denke, Ich weiß wirklich nicht, ob ich das Bild einblende oder irgendwas anderes runterlege. Ich lese einfach mal zur Sicherheit mal vor. Um es kurz zu machen, ich werde mein Haus verkaufen, denke ich, und woanders hinziehen. Allerdings werde ich von hier nicht weit wegziehen. So viel dazu natürlich, dass er so krass gezwungen wurde, von der Gemeinde das Haus zu verkaufen, weil es für ihn ja einen so großen emotionalen Wert hat, dass es ja sein Erbe über mehrere Generationen ist. Tja, eine Mulle von ihm meinte, jo, verkauft er das Haus, Rainer, jo. Scheint ihm nicht allzu wichtig zu sein, ne? ich werde mein Haus verkaufen. Aus Gründen, damit er endlich besseres Internet hat. Hat sie geschrieben, wie kommst du zu diesem Entschluss? Obwohl das ja nicht an dem Haus liegt, dass er dann eine Heizung Er geschrieben, es hat viele Gründe. Ich lasse es einfach drin, diese kurzen Sätze werde ich nicht weiter vorlesen. hätte. Okay, das kann man ja noch verstehen, auf alle Fälle. Ja, und natürlich viele Schulden hat. Okay. Die haben sich angehäuft in der ganzen Zeit und er weiß auch gar nicht mehr, wie er das alles bezahlen soll. Dann dachte er, na gut, wenn ich das Haus verkaufe, kriege ich ja Minimum 250.000 dafür. Locker auf. Tja. Ich meine, klar, er hat ein sehr großes Grundstück, ne? Aber dass, wenn jemand das Grundstück kauft und nicht wie die Gemeinde aus Ruhezwecken, dass er nicht mal der Ruhe einkehrt, sondern man will ja einen Mehrwert schaffen, sage ich mal. Du musst wirklich alles, was drauf ist, komplett abreißen, weil es alles alt und marode ist. Was seit einem Jahrzehnt mindestens
nicht mehr wirklich repariert oder gewartet wurde. Und da 250.000 hätte er es irgendwo anders, dieses Grundstück. Bestimmt. Ja. Er hat wirklich ein sehr großes Grundstück. Ich glaube, wir haben da in meinem Stream drüber philosophiert. Und in den Kommentaren schreibt öfters mal so um die 1600 Quadratmeter. Das ist verdammt viel. Wirklich verdammt viel. Aber ja, die Lage ist halt komplett scheiße, ne? Deswegen. 250.000? Niemals. Auf alle ja, Fälle. Und natürlich. Wo will er dann hinziehen? Hat er das auch irgendwie angesprochen? Oder? Ja, aber nicht mehr in Emskirchen. Er möchte woanders hin. Wo, weiß er noch nicht. Okay. Also, und eine Wohnung oder ein Haus? Was hat ist ihm da? Ja, das Haus, er möchte es einfach nicht mehr. Er möchte das Geld haben, weil er das Geld braucht. Er möchte jetzt einen Makler suchen. Ihr müsst euch vorstellen, ne? Ihr erbt ein Riesengrundstück, was schon wirklich generationenlang in dem Besitz eurer Familie ist, und ihr verkauft es, um euch ein anderes Haus zu kaufen. Dass das Haus verkauft wird, er hat gedacht, vielleicht kauft seine Schwester das Haus. Ach so, er verkauft quasi seine Bude, die er heruntergewirtschaftet hat, sozusagen für einen hohen Preis an seine Schwester. Okay, sehr, sehr gütig. Obwohl ihr ja eh im Teil zusteht. Daraufhin habe ich ihn auch angesprochen. Sag mal, ihr seid doch eine Erbgemeinschaft. Okay. Muss doch ihr auch irgendwas von dem Haus zustehen. Er sagte, nein, das hätten sie schon alles geklärt. Sie würde auf dem Grundstück... Ich muss wirklich da tief in meine Gedanken reingrätschen. Ich meine sogar, dass laut Testament Rainer nicht alles gehört. Sprich, er müsste, wenn er es verkauft hätte, eigentlich was abdrücken. Aber jetzt bei dem Hausverkauf vor 2 Jahren, oder ein Jahr, wann ist der da aus der Schanze raus? 2 Jahre, ne? Auf jeden Fall hätte er eigentlich einen Teil an seine Schwester zahlen müssen und oder an die Mutter. Aber ich glaube, das haben die einfach abgelehnt, weil die einfach wirklich nichts mehr mit Rainer zu tun haben wollten. Und die wussten, dass das eine nervige Angelegenheit wird. Muss ich vorstellen, so, das ist bestimmt nicht wenig Geld gewesen, was die kriegen würden. Aber das reicht hier nicht, um sich kurz mit Rainer ja auszutauschen, wie es jetzt ist. Eieiei. Aber Rainer ist ihm auch egal, ne? Er nimmt das ganze Geld und gut ist. Sich ein Haus bauen wollen. Wollte dann wahrscheinlich so in meine Nähe ziehen. Erst sagte er, er kauft sich ein neues Haus. So, von dem Geld. Also er verkauft sein Haus, um in ein neues Haus zu ziehen. Okay. Richtig. Ein kleineres, wahrscheinlich nicht so baufälliges Haus. Dann kam er auf die Idee, ach, so viel werde ich dann doch nicht dafür bekommen. Dann kaufe ich mir lieber eine Eigentum. Ach ja. Die Schanze, ne? Es ist so komisch, ne, dass dieses Haus bei einem irgendwie Emotionen hervorruft, oder? Ist das traurig? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher süß. Wohnung. Okay. Miete zahlt er nicht. So blöd ist er natürlich nicht. Das ist natürlich ganz klar. Da habe ich gesagt, so viel Geld wirst du nicht bekommen. Du wirst höchstens noch Geld für das Grundstück bekommen. Aber das war alles noch nicht spruchreif. Wenn ich komme, wollten wir zusammen zum Makler fahren. Ja klar, mal kurz zu einem Wochenende kurz nach einer Wohnung suchen und dann das Haus auch gleichzeitig kurz verscherbeln. Macht Sinn auf alle Fälle. Ja, ich sollte ja heute kommen. Okay. Heute, also am Sonntag, und dann wäre ich bis Dienstag oder Mittwoch geblieben und hätte ihn dann mit zu mir genommen. Natürlich nicht, aber er dachte das. Und dann sollte ich mit ihm zum Zahnarzt fahren. Warum zum Zahnarzt? Er traut sich alleine nicht. Ach, so süß, okay. Ja, so süß ist das eigentlich gar nicht, denn er hat jetzt wieder angefangen, sich die Zähne zu putzen. Er putzt sich nur die Zähne, wenn er Zahnschmerzen hat. Alles klar. Das würde ihm helfen. Früher hat er gar nicht die Zähne geputzt. Jetzt das würde ihm helfen. Putzt er sie sich morgens. Abends hätte es keinen Sinn. Jetzt putzt er sich morgens, aber auch nur, wenn er Zahnschmerzen hat. Weil dann gehen kurzzeitig die Zahnschmerzen weg. Ah, okay. Das scheint ja doch irgendwie in ihm so ein bisschen was zu bewirken. So eine kleine Idee hat er ja, woher das kommen könnte sozusagen. Sehr, sehr krass. Ja, auch seine Kopfschmerzen, die er permanent hat, kommen wahrscheinlich auch in den Zahnschmerzen, hat er gesagt. Aber ich habe zu ihm gesagt, du isst jeden Tag 5 Eier, sagst du mir jedenfalls. Er isst 5 Eier am Tag? Ja, er macht sich jeden Tag Eier. Was?
Ich habe nur die ersten. Ich habe das. Was? Hab seit gestern ganz besonders dicke Eier. Das wird schwer noch bis Sonntag, aber wenn es lange warten wird, ist für uns beide besonders schön. Offene vermutlich ziemlich schnell gehen. Wird aber, das ist beim ersten Mal für meine leider no nochmal. Jäger. Ja, Baby, ich habe ganz besonders dicke Eier zurzeit, ne? Meine Fresse. Eier, es gibt immer Eier und natürlich auch seine Pfannkuchen. Okay, ja, Genau. Eiweiß. Also ich schätze, er wird viel Eiweiß brauchen auf alle Fälle. Natürlich, das sowieso. Ja, es sind die Eier seine nicht richtig gefüllt, das ist ja ganz klar. Aber nein, ich habe gesagt, vielleicht hast du ein bisschen. Digga, was sind das für Chats, Mann? Zeigst du mir etwa die Zunge? Schreibt sie, er schreibt, kann dir ganz andere Sachen zeigen. Und mit der Zunge habe ich noch anderes vor. Lol, ich glaube, ich leg noch mal Hand an, Hormone abbauen. Ach du heilige Scheiße. Hohen Cholesterinspiegel und dadurch Hochdruck, das wäre nicht so. Das kommt halt alles von den Zähnen. Ich Ach sollte mit du ihm zum Zahnarzt, Scheiße. er traut sich nicht und ich sollte mit ihm abnehmen. Also ich sollte ihn beim Abnehmen unterstützen. Okay. Alleine schafft er das nicht. Ich habe gesagt, du brauchst vielleicht ein bisschen mehr Oh. Bewegung. Nein, es ist nur die Essensumstellung. Ja, klar. Natürlich, also es ist halt immer das Gleiche. Na, sucht ihr gerade auch schon im Netz nach Schrottimmobilien, die ihr dann für mindestens 250.000 Euro an Familienangehörige oder die ursprünglichen Bewohner verscherbeln wollt? Macht lieber schnell, denn die mittlerweile stark dezimierten Drachis werden sicher bald auf die gleiche Idee kommen. Und morgen sind wir dann schon alle reich. Moment mal, reich? Reichtum? Da war doch noch etwas. Ach ja, genau. Und zwar wird es im nächsten Teil, das wäre dann Teil 3, Big Glied, darum gehen, wieso der Lord in letzter Zeit so versessen auf das Kohlemachen bei Junau ist und wie er so im Vertrauen über seine, nennen wir sie in diesem Teil mal noch Fans, denkt und spricht. Und da das Deabonnieren schon das letzte Mal so wunderbar geklappt hat, loggen wir uns jetzt alle auf unseren fast vergessenen Accounts ein und entziehen dem Wahnsinnslord unser Abo. Den nächsten Teil gibt's dann wahrscheinlich wieder dann, wenn die Lordschaft sich ans Streamen macht. Logisch, oder? Allerspätestens aber am Tag, an dem wir die 13.000 Abonnentengrenze durchbrechen. Oh yeah. Bis dann, euer Regenbogenschaf. Noch irgendwas am Ende? Nee. Ich finde die Idee wirklich sehr gut gewesen. So Rainer, also nicht sagen, jo, wenn ihr hier 1000 Likes habt, könnt ihr es, sondern wenn Rainer so und so viele D-Abos hat, dann kommt der nächste Part. Wunderschöne Idee. Gefällt mir sehr gut. Aber ja. Auf jeden Fall. Das war's mit Teil 2. Zwei Teile haben wir noch vor uns. Und dann, ja, würde ich sagen, schaut gerne mal Stream vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.